ourselves with the wrongs we've done. Name them off one by one. Let's go to war. Let's go to war. Hey Leute, willkommen heute zu einem neuen Video, und zwar spielen wir Tiberius. Heute haben wir den Zaptalin dabei. Yes, yo. Genau, wir spielen halt, zumindest ich spiele den neuen Skin von Tiberius. Mit dem geilen Skin-Booster. Und, ja, so, Gönnung. Da spiele ich mal den neuen Terminus-Skin, ne? Ach ja, stimmt, der ist auch noch da. Richtig geil, muss ich auch noch testen. Ja, der Yeti-Skin ist auch wieder da, aber gut, warum? So, okay, wir spielen Predatory Instincts, haben keine andere Wahl, aber ja, gut. So, ich habe da noch eine Karte hier umgeändert, weil die Healing von den Chakrams ist halt richtig genervt worden. Also 15 Healing pro Stufe, und das ist ja nicht wirklich, ist nicht wirklich wert, weil auf Max wären es halt 75 und das ist ein bisschen mager. Deswegen habe ich die andere Heal-Karte mal reingemacht. Hier, Heal for 150. Ist nicht spät. Denke ich mal. Sehen wir dann jetzt. Ansonsten, das wird noch genervt. Ult-Karte von 4% auf 3 auf Max. Ist aber trotzdem noch ziemlich stark. Ja, und ansonsten wurde, glaube ich, nichts mehr genervt. So wie ich mich erinnere. Also Tiberius hat immer noch Burst-Schaden. Hinter uns sind welche? Ja, ich muss auf den Drohos aufpassen, bis. Lol. Okay. Wie ist der. Warum ist der eigentlich woanders, der Killvieh? Das ist doch unnötig. Ach, oben rechts jetzt? Ja, ich hoffe, das kann man wieder umstellen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht nachgeguckt. Genos ist links irgendwo, war da zumindest. Meine steckt, das ist Gewöhnungssache, aber. Wäre cool, wenn man es umstellen könnte, ja. Okay, oh Gott. Ah, Sigan ja, ist echt an der Typ, wo ist denn Genos eigentlich die ganze Zeit? Aber mal hier in der Auto. Okay, ich könnte den Drogos killen, aber ich will eigentlich ehrlich gesagt nicht feeden. Soll doch mal unser Andro killen. Wozu haben wir den? Er ist so geil mit dem da durchwerfen. Mit dem Abprallen. Aber eigentlich ist die Legendary nicht so gut. Also keine Ahnung, die ist halt mega. Weiß nicht. Die Chakrams fliegen aus Pallen auch so komisch ab, dass das halt übel schwer ist, überhaupt sowas zu einzukalkulieren, dass man jemanden da durchtrifft. Also das Standard-Abprallen reicht schon völlig aus. Vielleicht sollten die das Base Kit ändern, dass die Chakrams gar nicht mehr abprallen, sondern nur bei der Legendary. Mann, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn es so bleibt hier, aber ich meine, dann würde die Legendary irgendeinen Sinn noch ergeben, oder? Die ändern die Legendary. Nee, das muss echt wieder irgendwie weg. Das ist so ungewohnt, dass das da oben ist. Ich merke halt, wenn die Leute sterben. Das ist mir sogar gar nicht im letzten Video aufgefallen, lol. So. Ich finde halt, ich habe ja schon bei der Patch-Review da gesagt, dass ich. Der Skin ist cool von Tiberius, aber der hat irgendwie keine besonderen Effekte, beziehungsweise keine. Wirklich, in die man irgendwie krass merkt oder so. Schwitzt mal nicht rein hier so bitte. Ah, okay, jetzt wirst du sowieso sterben. Das kannst du ja wieder. Ah, der war low, ja, ich hab leider einen Chakra nicht getroffen. Ja, und ich bin gegen das Dach gesprungen, das war natürlich auch die Blöde. Ah, oh, Anno. So, nur, ich wollte nur einen Dash haben. Das Ulten ist halt immer noch ziemlich. Ah, fuck, nein. Wieso bin ich so krass schnell low? Ich krieg das gar nicht mehr mit. Ich bin einfach low. Also ich weiß. Die Sounds sind irgendwie ein bisschen leise bei mir seit dem neuen Update-Fetch, deswegen. Das kann natürlich sein. Also irgendwie kommt es mir ziemlich leise vor hier alles. Okay, das war vielleicht jetzt nicht so eine sinnvolle Ult. Ja, ein Kill. Oh, scheiße. LOL! Ich habe die Sky-Ulti geschafft abzufangen. Yes, okay. Jetzt habe ich 4 Kugeln, aber keinen Schaden bekommen. Bam, Alter. So muss das.
Okay. Okay, schwitzen wir nicht so rein, wir müssen es irgendwie auch noch auf nicht 4-0 eingehalten. Ich will noch 10 Minuten strecken hier. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Merkt das schon. So. Okay, und wie ist der Skin so? Muss einmal bilden, ey. Der hat gar keine Sounds. Also echt? Keine eigenen. Das ist einfach der Standard-Typ Terminus-Sounds. Wow. Ist irgendwie nicht so krass. Das ist ja doof. Aber, und das mit deinem Rechtsklick und so. Ah, ich finde der Tiberius-Skin. Ja, das sieht ganz schick aus. Mit den blauen Explosionen und so. Das ist schon ganz nice. Ja. Aber die Sounds. Skin sieht auch optisch cool aus, aber ich glaube, der hat keine besonderen Sounds. Zumindest keine, die man wirklich merkt. So. Also, das ist eigentlich kaum ein Unterschied. Hm. Standard. Ja, da finde ich den ROM-Skin cooler. Weil ich finde, Effekte sind irgendwie ziemlich wichtig bei mir. Okay, ich muss weg. So, ah, Sky hinten, aber ja, die ist weggeholtet, okay. Zack. Der Nando tanzt so eine Runde, man geht ihn. Der hat wohl auch schon aufgegeben. Ja, ich glaube, das wird wirklich ein 4-0. Ah, egal, wir wollen ja eh nur den Skin vorstellen. Ich kann nichts machen, Leute. Entweder wir kriegen so eine übel Cancer-Runde oder es ist halt echt selten, bis man 4-3 kommt und wenn ich Daily aufnehme. Mann, ich wollte ohne Tode rauskommen. Rip. Oh, hä? Ich werde einfach durch Schild gekillt. Liebes. Okay, dann schreiben wir halt keinen Flawless in den Titel. Traurig. Echt traurig. Warum musstest du das tun, Sky? Attention all, Egori is at work. Sagt er das? Wie geil. Ja. Oh, ich hab das Highlight. Moment mal. So. Musstest du auch schon ulten? Ich hätte einmal ulten können, aber ich hab's nicht gemacht. Wow. Ich dachte so, nee. Geh schnell vorne sterben, ultern. Ja. Das ist doch. Wir müssen einmal die Geräusche hören. Ach, hör doch auf! Ah, der Hure. Nein, der wird sterben. Hab ihn. Alter, was? Okay, du bist trotzdem gestorben, Rip. Na, ich bin nicht gestorben. Hä? Ah, ne, da hab ich mich versehen. Nevermind. Jetzt Mann, jetzt! Scheiße. Diese Hure. Kaum Ultra immer so ein Term, das musst du direkt alles reinwerfen, damit er wieder stirbt, ne? Was haben die denn gegen mich? Nur weil ich so ein geiler Ritter bin. Geile Kreuzritter. Ja. Da schlägt man den Leuten einmal einen riesigen Hammer in die Fresse und dann sind die direkt sauer. Mein Gott, man kann aber auch echt kleinlich sein, du. Ja, wie oft willst du eigentlich noch mal ich wollte Rechtsklick machen, Mann. Ich bin schon wieder tot, alles klar. Ja, so. Wo kommt denn dieser ganze Schaden her? Ich würde ja gerne Y drücken, aber leider darf ich nicht. Wie? Es funktioniert halt einfach nicht, ich kann nicht. Guter Fix, Hyrus, guter Fix. Es funktioniert die Taste gar nicht mehr. Stark. Bei mir geht's wahrscheinlich vielleicht nur, wenn man tot ist. Wow, ja, cool, Alter, what the fuck? Ja, das meine ich. Einfach so schnell down. Also die Debilität eigentlich richtig krank genervt, so, ne, vergleichsweise. Ach, das ist Debilität? Ja gut, das erklärt es zumindest. Hab ich gar nicht richtig gesehen. Nein, da muss halt dieser Punkt da! Ach, BK, er geht hin und geht dann instant wieder weg. Groß, ich kann sich noch nicht so richtig entscheiden, ob er links gehen will oder Mitte. Was sagt er? Ein Plan. Ah ja, der Genders kauft nur so komische Items irgendwie. Oh, der Drogos, ey. Ja, QT kann man machen. Ja, come on, ey. Ah, wo sind denn alle Mensch? Komm her jetzt. Diese scheiß Killcam, ne? Sind denn nicht vorhandene Killcams? Sieht zu hässlich aus. Null Cap. Was? Null Help for behind.
Okay. Ja. Gut ist eigentlich Booty. Vorbehind. No heal for behind, no heal. Digga, er schießt durch mein Shit, das ist Betrug! Das kann, wie klein haben sie das gemacht? Das zählt nicht. Oh nein. Ah! Sehr schön, das war klar. Okay. Nice. Oh, wunderbar. Aber wenigstens war es kein 4-0, sondern ein 4-1, ne? Ja. So. Okay. Tyrant's Fury haben wir jetzt freigeschalten. Oh, 14-4. 93k Damage in 11 Minuten, also die Peos macht immer noch übel viel Damage. Aber ich habe viel Assist bekommen, ey. Hier wird viel gecleant hier. So, ja. Hä, hey, what the fuck? Der Bomb hat 37k Damage und hat 16 Kills. Und ich habe einen Comment bekommen für Skill. Heftig. Wie kann man das machen? Gehst auf Hauptmenü, also gehst auf diesen Screen, der da angezeigt wird am Ende, wo dein ganzes Team präsentiert wird, und da kannst du dann bei den Leuten raufklicken und für irgendwas auswählen. Skill, Teamwork oder Leadership. Allerdings nur 10 pro Tag. Nee, 8 pro Tag. Damit ich muss schon sagen, du warst schon so ein richtiger Leader. Ach, es steht, als würde ich nicht da wer einconnect. Ah, okay, gut. So, okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.